Herzlich willkommen zum Roundtable der IT-Welt. Mein Name ist Klaus Lorber. Wir befinden uns in turbulenten Zeiten, Krisen wie Klimawandel, der Krieg in der Ukraine, Inflation und der Fachkräftemangel sind uns allen bekannt und große und komplexe Herausforderungen für Unternehmen. Hier braucht es geeignete Maßnahmen und geeignete Digitalisierungsstrategien, um dem entgegenzuwirken. Das sind aber sehr komplexe Probleme, denn die Krisen können nicht einzeln nacheinander bewältigt werden, sondern müssen alle gleichzeitig in Angriff genommen werden. Wie hier ERP-Systeme und CRM helfen können, durch diese Krisen zu kommen und gleichzeitig Unternehmen helfen, ihre Geschäftsmodelle auszubauen, zu verbessern, möchte ich mit meinen Gästen in den nächsten 90 Minuten besprechen. Diese sind Oliver Witfoot, Geschäftsführer von Easy Consult und Gastgeber dieses Roundtable, der ja in den Räumlichkeiten der Easy Consult im 7. Wiener Gemeindebezirk stattfindet. Dann Stefan, vielen Dank und herzlich willkommen. Pardon. Danke. Stefan Weiland, als nächster Geschäftsführer von Datenpol. Hallo. Dann Wolfgang Theiner, kaufmännischer Geschäftsführer der Cosmo Consult. Hallo. Als nächster hier zu Gast Friedrich Woltran, Head of Customer Care bei All for One Customer Experience. Schönen guten Morgen. Herzlich willkommen. Dann ist auch hier zu Gast Ottmar Zeewald, Head of Product Management bei ProAlpha. Morgen. Und weiters Thorsten Menzlin, Chief Operating Officer und Prokurist bei Kreuzbauer IT. Und last but not least, zugeschaltet aus Vorarlberg, Helmut Rabanza, Geschäftsführer Kummer Vision. Hallo. Guten Morgen, hallo. Ich möchte beginnen damit, dass unsere Zuseher und Zuseherinnen wissen, wer ihr seid, dass ihr kurz euer Unternehmen und euch vorstellt. Bitte, Oliver. Ja, noch einmal vielen Dank. Herzlich willkommen von meiner Seite auch. Ja. Und es freut mich sehr, dass wir hier wieder bei Easy Consult sein können. Diesmal auch in einem größeren Raum, weil wir auch eine größere Runde sind. Es freut mich besonders. Das Büro ist wieder belebt. Kurz zur Vorstellung, was wir machen, die Easy Consult. Wir fokussieren uns auf Industrieunternehmen, die komplexe Produkte erzeugen, klassisch ein Maschinenbauer zum Beispiel oder ein Anlagenbauer. Und wir helfen den Unternehmen, die Herausforderungen, die du schon angesprochen hast, teilweise zu lösen und die Probleme zu lösen im After-Sales- und im Servicebereich. Ja, und die Herausforderungen können sein, wir werden dann später sicherlich noch darauf zukommen, aber schon einmal ein paar genannt. Fachkräftemangel hast du schon genannt. Ja. Oder es kann sein, die durch das Wachstum in den letzten Jahren, viele Unternehmen sind stark gewachsen, leidet die Servicequalität im Customer Center zum Beispiel. Ja. Da unterstützen wir. Oder es gibt auch neue Herausforderungen, das Thema unter dem Stichwort Omnichannel. Also die Kunden wollen in verschiedenen Kanälen, in den Kanälen, die der Kunde aussucht, auf die Unternehmen herantreten. Und da ist eine große Herausforderung da, diese hohe Customer Experience, also diese positive Customer Experience, kanalübergreifend anzubieten. Das ist eine große Herausforderung. Da helfen wir Unternehmen. Ja, und in diesen Bereichen. Und wie machen wir das? Wir machen das mit Microsoft-Technologie, KI unterstützt, aber kommen wir, glaube ich, auch noch zu sprechen darauf. Ja. Und ich kann da ein Beispiel nennen, dass man vielleicht sich da das vorstellen kann. Es ist eine spezialisierte Fachkraft im Customer Service. Die gibt Studien zufolge, macht die 80% ihrer Tätigkeit, die auch weniger spezialisierte Fachkräfte machen kann. Ja. Und da helfen wir zum Beispiel durch die Technologie, KI unterstützt, diese Anfragen, die von draußen reinkommen auf unterschiedlichen Kanälen, dass wir die entsprechend mit durchaus komplexer Logik, ja, eben KI unterstützt, können wir dann auch gerne noch ein bisschen tiefer gehen später, wenn es sinnvoll ist,
hier das Routing an den bestmöglichen Mitarbeiter von dieser Anfrage sicherstellen, ja? Sodass die hochspezialisierten Kräfte möglichst nur das machen, was diese Spezialisierung auch erfordert. Ja? Und da hat man zum Beispiel einen sehr großen Hebel in der Effizienz, ja? Um da ein Beispiel zu nennen. Aber ich glaube, mehr dann später. Na, das war schon sehr ausführlich, da kommen wir eh noch auf einige Punkte genauer zu sprechen. Bitte, Stefan. Ja, Kurzvorstellung. Wir als Datenpool digitalisieren Unternehmen und Organisationen. Wir haben einen Fokus auf KMUs in Österreich, wo wir ganzheitliche Digitalisierungsprojekte machen. Wir digitalisieren aber auch Prozesse, Abteilungen von großen Organisationen und machen das Ganze mit dem Open-Source-ERP-System O2, einer, ja, wie der Name schon sagt, Open-Source-Variante des ERP-Systems und zeichnen uns dadurch durch sehr hohe Agilität, Flexibilität und ein ausgezeichnetes Preis-Leistungs-Verhältnis aus. Mhm, danke. Wolfgang? Ja, vielen Dank für die Einladung und auch ein Dank an den Gastgeber, in den schönen Räumlichkeiten da sein zu dürfen. Mein Name ist Wolfgang Theiner. Ich bin Geschäftsführer bei der Cosmo Consult. Wir sind, Hauptsitz ist in Berlin, sind Teil der Cosmo Holding, sind über den Planeten verteilt, jetzt ca. 1400 Mitarbeiter und in Österreich mehr als 200. Wir sind Microsoft-Partner mit vollem Commitment. Das ist aber ein kleiner Ausreißer, aber das ist durch eine Übernahme passiert, das ist glaube ich auch schon eher im Ausklingen. Es freut mich sehr, dass wir als Microsoft-Partner heute doppelt vertreten sind mit der Kuma Vision. Und wir decken halt auch, ich möchte jetzt ein bisschen salopp sagen, wir machen fast all das mit, was Microsoft auch macht, mit ein paar Ausnahmen. Also ERP, CRM, BI, Modern Workplace, Data und Analytics, das Thema KI natürlich mit dabei. Und wir haben Fokus auf Industriekunden, produzierende Industrie. Und wir machen einen sehr erklärlichen Anteil, was das ERP-Segment betrifft, auch zum Thema Großhandel. Und haben für diese unterschiedlichen Ausbildungen auch dementsprechend auch die Branchenlösungen zur Verfügung. Mhm. Danke. Friedrich? Ja, schönen guten Morgen und vielen Dank auch für die Einladung. Sehr schön, heute da sein zu dürfen bei euch. Ich bin Head of Customer Care bei der All for One Customer Experience. Die All for One Customer Experience ist ein Teil der All for One Group, insgesamt 2800 Mitarbeiter. Und in diesem etwas größeren Universum stellen wir, Name ist bei uns Programm, den Teil dar, der sich um die Customer Experience kümmert, also CRM auch weitergedacht. Wir haben gestützt durch die SAP-Technologie die Möglichkeit, unsere Kunden sowohl in Sales, also auch Service-Prozessen, Marketing-Prozessen und aber auch Commerce-Prozessen und weiteren SAP-Technologien zu unterstützen und begleiten sie als Trusted Advisor auf ihrer Reise in eine immer stärker digitalisierte Welt. Und im speziellen Bereich bin ich jetzt zuständig für den Teil, der nach einem klassischen Projekt Go-Live kommt. Und zwar kümmern wir uns um die nicht nur Service- und Support-Prozesse, wo wir dem Kunden anbieten, danach auch die Maintenance ihrer Lösung garantieren zu können, sondern eben auch weitere Innovationen zu betreiben, die Lösung auch zukunftsfit aufzustellen. Und wir haben es heute ja schon, danke Oliver, gehört, die Themen, die uns heute beschäftigen werden, beschäftigen uns, glaube ich, alle. Stichwort KI, Stichwort komplexe werdende Situationen, das Auflösen von vielleicht auch Datensilos, das Zusammenführen von Informationen und aber auch die Tatsache, dass wir durch die krisengebeutelten Jahre vielleicht auch ein bisschen sensibler geworden sind, dahingehend zu sagen, wie können wir uns eigentlich auch robuster, resilienter aufstellen als Unternehmen. Und da begleiten wir unsere Kunden im Dachraum, sind also in Deutschland, Österreich und der Schweiz tätig. Danke. Ottmar? Ja, danke. So, ich bin verantwortlich für die Produktstrategie bei der ProAlpha Unternehmensgruppe. Die ProAlpha Unternehmensgruppe ist ein Anbieter von Betriebsanwendungen. Die ist meistens bekannt als ERP-Anbieter für die diskrete Fertigungsbranche und technische Großhandel. Aber die letzten 3 Jahren ist unsere Familie gewachsen. Und haben wir auch Produkte im Bereich Zeitwirtschaft mit Tisoware, CAQ, so das ist Qualitätssicherung mit Böhme und Weiß. Wir haben eine Energie-Software übernommen, Enet. So die Familien sind in der Zwischenzeit größer geworden mit verschiedenen Anwendungen.
Wir fokussieren uns auch auf KMU. Das sind meistens Unternehmen, die die Herausforderungen haben von größeren Unternehmen, aber nicht immer das Budget und die Zeit, um das mit sehr komplexen Lösungen umzusetzen. So wir versuchen immer die Balance zu finden zwischen pragmatischen Lösungen, aber dann noch immer industriespezifisch. Mhm. Danke. Thorsten? Ja, vielen Dank, dass die Runde wieder stattfinden konnte hier in den Räumlichkeiten. Oliver, bin ich froh, wieder dabei zu sein. Ich bin Vertreter der Kreuzbauer IT als CEO und Prokurist. Die Kreuzbauer IT ist der langjährigste Partner der IFS. IFS, ein weltweiter Hersteller von ERP, Enterprise Asset Management und Enterprise Service Management System. Wir sind schon sehr, sehr lange am Markt als IFS-Partner im gesamten Alpenraum, decken den Dachraum weitestgehend ab, von Ost nach West nach Nord, sind sehr technisch orientiert und konzentrieren uns auf ERP, aufs ERP-Geschäft, auf die Digitalisierung mittelständischer, größerer Unternehmen, eher mit einem internationalen Kontext, wobei der Schwerpunkt auf produzierenden und projektproduzierenden Unternehmen liegt. Das ist so unser Branchenschwerpunkt. IFS deckt verschiedenste Branchen ab. Da gibt es für jeden Bereich Spezialisten. Und wir würden uns in der projektproduzierenden Ebene einordnen wollen. Da sind wir stark, da haben wir viel Erfahrung. Wir sind eher ein kleines Team in einem großen internationalen Kontext von langjährig erfahrenen Consultants. Ja, das ist so kurz und bündig. Vielen Dank. Helmut? Ja, vielen Dank auch für die Einladung nochmals. Ja, wir, die Kummer Vision, wir sind ebenfalls Anbieter von ERP, CRM, auch auf der im ganzen Microsoft-Plattform-Ebene. Wir haben natürlich auch DMS bei uns im Portfolio, das ist das ganze Portfolio Richtung Digitalisierung für die Kunden. Wir sind auch im ganzen Dachraum und Italien tätig, natürlich mit unseren Kunden durchaus auch international. Und wir haben uns sehr stark auf bestimmte Branchen konzentriert, auf die Fertigung inklusive Anlagenbau, natürlich dann auch die Med, Medizintechnik, sonstigen Leistungserbringer, aber auch Drehgroßhandel und die Projektabwickler. Und das im Rahmen natürlich vor allem auch mit Business Central und diese Branchenlösungen. Tja, soweit kurz die Vorstellung. Okay, vielen Dank. Ja, dann würde ich sagen, dann beginnen wir gleich mit der Runde. Ich würde so sagen, am Anfang wäre es doch interessant zu schauen, wo wir stehen in Österreich mit den Unternehmern. Ich habe schon gesagt, Digitalisierung ist ganz wichtig, um eigentlich heutzutage ein Unternehmen vorwärts zu bringen, aber um auch diese vielen Krisen bewältigen zu können. Jetzt ist hier eine neue Studie von PwC veröffentlicht, der 11. Global Family Business Survey. Da geht es um Familienunternehmen und da wird gesagt, dass fast 2/3, 62% der Familienunternehmen in Dach, Deutschland, Österreich, Schweiz, digitale Kompetenzen ausbauen wollen. Also 62%, da ist meiner Meinung nach noch ein bisschen Luft nach oben. Aber wie seht ihr aus eurer Erfahrung, aus eurem täglichen Kundenerlebnis, wie seht ihr die Situation? Bitte, Oliver. Mhm. Ja, also um ganz ehrlich zu sein, die 62%, das wundert mich fast ein bisschen, weil das gerade ein bisschen wenig ist. Also ich hätte das höher eingeschätzt, auch mit den Erfahrungen, die wir mit unseren Kunden machen. Aber vielleicht sind wir gerade mit diesen Kunden, die ja da was tun wollen, mehr in Kontakt. Also könnte sich auch so ergeben. Ja. Also wir haben ja beim letzten Roundtable schon gesagt, dass die Pandemie hat einen richtigen Push gegeben, ja, und diesen Push, der ist nach wie vor da. Ja. Also unseren Kunden, gerade wie vorher eingangs erwähnt, wir sind im Industriebereich stark unterwegs, Maschinenbauer zum Beispiel. Also denen ist es den meisten, sage ich mal, in den letzten Jahren sehr wirtschaftlich sehr gut gegangen. Ja. Mhm. Es ist nur die Frage, wie es weitergeht. Es ist aktuell ein bisschen eine Unsicherheit vorhanden am Markt. Ja. Ich meine, manche Branchen spüren das natürlich schon mehr,
Stichwort Baubranche, ja, mhm. wo da wirklich immense Umsatzrückgänge schon stattfinden. Ja. Und da entsteht halt Unsicherheit, weil das alle, wie wir wissen, die Branchen auch zusammenhängen. Mhm. Ja, und niemand weiß so richtig, wie es weitergeht. Also zusammengefasst aus meiner Sicht, den Unternehmen geht es gut. In den letzten Jahren sind da viele Gewinne meistens angehäuft worden. Ja. Deswegen wollen auch die Unternehmen jetzt, was auch sehr schlau ist, ja, diese Gewinne einsetzen, um hier, Friedrich, du hast das gesagt, das hat mir gefallen, resilienter sich aufstellen. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig mhm. und das wird auch in den Top-Führungskräften gesehen, dass es halt, gerade weil es halt eine Unsicherheit ist, niemand weiß, wo die Marktlage in 2, 3, 5 Jahren ist. Ja. Aber das Wichtigste ist halt, dass man sich resilient aufstellt. Mhm. Je nachdem, was kommt, dass man bereit ist dafür. Und da spielt halt Digitalisierung eine Riesenrolle. Ja. Und das haben die meisten Unternehmen aus meiner Sicht erkannt. Und deswegen investieren die da auch. Ja. Mhm. Was ich für intelligent finde. Finde ich auch, ja. Stefan, wie stellt sich die Lage für dich dann? Ja, so 62% ist mal die Mehrheit. Also ich bin auch eher positiv, dass so viele davon überzeugt sind, dass Digitalisierung hilft und notwendig ist, um in Zukunft auch weiterhin erfolgreich zu sein. Ich sehe bei Familienunternehmen die Herausforderung, die erfolgreiche Tradition beizubehalten, aber gleichzeitig mit der Digitalisierung auch neue Wege denken zu müssen. Ich glaube, darin besteht eine sehr große Herausforderung. Und deswegen ist meine Empfehlung dahingehend, nicht erfolgreiche analoge Prozesse 1:1 digital abzubilden, sondern Digitalisierung ist ein Mindset, ist ein Ändern der Habits, ist ein Ändern des bestehenden Prozesses. Und deswegen muss man Prozesse in der digitalen Welt anders denken, als sie erfolgreich in der analogen Welt stattfinden. Und deswegen ist es ein Mindset-Wechsel und der ist nicht von heute auf morgen umzusetzen, sondern das ist auch ein Prozess. Und ich glaube, neue Generationen haben da die Chance, Tradition erfolgreich weiterzuführen in neuen digitalen Prozessen. Mhm, mh. Wolfgang, siehst du das auch so positiv? Sind die Unternehmen schon aufgesprungen auf den Digitalisierungszug? Ist alles gut unterwegs? Wie schaut es da in Österreich aus? Naja, auf uns ist in den letzten 2,5, 3 Jahren sehr viel gleichzeitig eingeprasselt. Pandemie, Ukraine-Krise, Fachkräftemangel etc. Jetzt kommt noch für mich eine industrielle Revolution auf die Unternehmen zu. Oder wir sind schon mittendrin, mhm. die jetzt aber keine 10 Jahre anhalten wird, sondern die wird in 3, 4 Jahren schon wieder überholt sein von der nächsten, weil schon ChatGPT quasi wieder oldschool ist und schon wieder was Neues kommt. Also da stehen die Unternehmen vor extremen Herausforderungen. Und ja, das, was wir aus den Kundengesprächen sehen und auch aus den Projektzahlen, die wir haben, die Firmen sind natürlich darauf aufgesprungen, also mussten ja auch aufspringen, auch dann gesteuert durch Förderungen vom AWS etc. natürlich auch schon angeheizt. Aber da bin ich beim Oliver, man merkt jetzt nicht, dass das jetzt wieder zurückgeht. Ja. Mhm. Ja, wir sind ein bisschen in einer Wirtschaftskrise unter Anführungszeichen, obwohl wir eigentlich auf einem höheren Niveau sind als vor Corona, merkt man schon, dass die Firmen nach wie vor einen sehr großen Hunger haben nach Digitalisierung, nach neuen Technologien, wie sie Lieferketten besser steuern können. Und da bin ich ja bei dir, was du gesagt hast, also gerade im Mittelstand ist es halt so, dass man natürlich auf sehr viel eigentümergeführte Unternehmen trifft, mhm. bei denen schon auch der Spagat stattfinden muss zwischen, ja, wir sind ein Traditionsunternehmen, weil uns gibt es seit 100 Jahren oder mehr, aber ich muss schon in die Zukunft schauen, weil wenn ich das nicht tue, bin ich weg vom Markt, mhm. der wird dann überholt. Das heißt, das sind irrsinnig viele Dinge, die heute Unternehmen beachten muss bei ihren Schritten, bei ihren Investments. Und da ist für mich noch lange kein Abschwung in Sicht. Also für uns als Digitalisierungsunternehmen natürlich sehr positiv. Aber da kommen noch sehr viele neue Technologien, denke ich, in den nächsten Jahren auf uns zu, wo wir als Unternehmen auch gefordert sind, diese Geschwindigkeit der Hersteller auch mitzuhalten. Das ist ja für uns alle eine riesen Herausforderung. Der Helmut Rabanser weiß das auch, die Microsoft challenged uns schon mhm. immer, da haben wir wieder was Neues, bitte machen und so weiter. Und SAP, Data, also ich glaube, da bewegt sich gerade sehr viel für Unternehmen, für unsere Kunden, aber auch für uns. Jetzt wird es natürlich schwieriger für die Verbleibenden, weil man sich da ein bisschen wiederholt, aber dennoch möchte ich noch wissen, was ist
Für dich, Friedrich, jetzt aus Sicht von All for One Customer Experience, bei der Digitalisierung, der Stand der hiesigen Unternehmen und vor allem auch der KMUs, die ja doch ein wichtiger Kundenstamm sind. Ja, also ich kann das, was die Vorgänger gesagt haben, alle nur eins zu eins unterschreiben und würde vielleicht dazu ergänzen, dass wir vor allen Dingen jetzt in der Zeit sehen und immer mehr bemerken, dass die Kunden sich jetzt strategischer dem ganzen Digitalisierungsthema nähern. In der Vergangenheit hat man einfach den Begriff genommen, ist damit einmal rausgegangen und hat gesagt, okay, was brauchen wir jetzt? Und nehmen einmal alles, was irgendwie da verfügbar ist. Und durch, ich sage jetzt einmal, verändernde wirtschaftliche Situationen, durch strengere Regularien, wenn wir jetzt an Datensicherheit denken zum Beispiel, müssen sich die Unternehmen jetzt strategischer dem ganzen Thema Digitalisierung nähern. Auf der einen Seite, und dürfen aber auf der anderen Seite den Zug nicht versäumen, weil Themen wie künstliche Intelligenz uns beschäftigen, Machine Learning, ja, wir haben gerade den Serviceprozess, hast du vorher angesprochen, der sehr stark gestützt werden kann durch Automatisierung, durch gestützte Software auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite sehen wir aber vor allen Dingen in Vertriebsprozessen immer wieder, dass da die Unternehmen intern sehr viel Change Management betreiben müssen, ihre Kolleginnen und Kollegen abholen müssen, weil klassischer Vertrieb ja jetzt nicht unbedingt digitalisierungsgestützt läuft. Also der Vertriebsmitarbeiter hat halt gern seine ganzen Unterlagen bei sich und führt halt seine Kundengespräche und ist halt nicht so wirklich erpicht, jetzt diese Informationen in ein System digital einzutragen. Das heißt, wir schauen natürlich auch sehr intensiv gemeinsam mit unseren Kunden diese Reise im Change Management zu betreiben. Und dort wirklich zu sagen, wie bringen wir sowohl extern als auch intern die Kollegenschaft und auch die Kunden dazu, diese Dinge auch anzunehmen. Strategisch ausgerichtet bei uns eben vor allen Dingen im Vertrieb und auch im Servicebereich selbstverständlich. Mhm. Danke. Ottmar, wie siehst du die Lage? Ja, ich sehe eigentlich Bewegungen auf zwei Schienen. Das erste ist, dass es neue Geschäftsanforderungen gibt. Ja, also wir haben viele Maschinenbauer als Kunden, die 20, 25 Jahre her die erste ERP-System eingeführt haben. Da waren das Auftragsfertiger, die eine Maschine herstellen und dann installieren bei einem Kunden. Jetzt möchten die Kunden von den Maschinenbauern gerne nach einem Mietmodell umstellen. Ja? Und oft sind diese Prozesse in dem ERP, die 25 Jahre her eingeführt war, sich nicht unterstützt. Ja, so das heißt, die müssen nach die neue Versionen von das Produkt, um diese Prozesse unterstützen zu können. So, das ist das Erste. Das Zweite ist, wenn man dann so eine Maschine als Mietmodell anbietet, heißt dass du auch verantwortlich bist als Hersteller für die Wartung. Ja, und man muss das remote machen. Ja, so, da gibt es natürlich Technologiechancen wie Internet of Things, ja, um Daten aus Maschinen zu holen, um die für die Wartung zu benutzen und mehr proaktiv Maschinen zu warten dann reaktiv. Ja, so, ich glaube, neue Geschäftsmodelle, neue Technologiechancen und es gibt auch sehr viele Anforderungen von den Behörden. Zum Beispiel, wir haben über Datensicherheit gesprochen, aber auch zum Beispiel Rechnungen, die verpflichtend elektronisch geschickt werden müssen. Ja, was eigentlich dazu führt, ja, dass die Kunden weiter digitalisieren müssen. Mhm, mhm. Danke. Thorsten, vielleicht auch mit einem kleinen Hinblick auf große und KMU. Also ich würde jetzt mal drei Themen mitnehmen. Das Thema Resilienz, das Thema neue Geschäftsmodelle und das Thema rechtliche, gesetzliche Anforderungen zwischenstaatlich. Das sind drei ganz massive Themen, die Industrieunternehmen betreffen. Dass es eben nicht mehr um altherkömmliche Modelle geht, man produziert eine Maschine, verkauft die, sondern neue Service-Modelle. Wir nennen das Servitization, genau. Also die Geschäftsmodelle gehen in den Service-Bereich hinein. Dazu brauche ich wiederum resiliente Systeme, ERP-Systeme, die dann, um Flexibilität zu verwenden, Resilienz ist für mich auch Flexibilität, schnell sich anpassen können und sagen, ich verkaufe die Maschinen nicht mehr, ich verkaufe die Services, ich verkaufe dir die
Arbeitsstunden der Maschine. Ich verkaufe dir keine Beleuchtung mehr, ich verkaufe dir Lichtstunden. All diese Dinge muss ein ERP-System schnell gewährleisten. Und es muss modern genug sein, um offene Anbindung zu gewährleisten für sich ständig ändernde staatliche Anforderungen. E-Invoicing, nur ein Beispiel, da ist Österreich noch relativ weit zurück. Da wird sich jetzt demnächst was tun müssen, weil alle anderen Staaten ist im Grunde schon, wir haben fertig, jetzt müssen die restlichen auch noch mal. E-Invoicing, Eingangsrechnung, Ausgangsrechnung, diese ganze Anbindung, da achten die Staaten drauf, da gehen Milliarden an Steuergeldern verloren. Das wird durchexerziert, das Thema. Die Unternehmen sind nicht darauf vorbereitet. Und dann auf der anderen Seite, zurückgehend auf das Eingangsstatement, 62% der Familienunternehmen wollen was tun. Ich glaube, sie wollen die 62% sind eher 82%. Die Problematik ist nur die Umsetzung. Problematik. Habe ich genug Human Resources Leute, denen ich diese Mehrarbeit, so ein Digitalisierungsprojekt, auch wenn ich klein beginne, es dauert seine Zeit, ist eine unglaubliche Mehrarbeit, die von den Fachleuten im Unternehmen gestemmt werden müssen. Und das muss auch geleistet werden. Das sind so die drei Schwerpunkte, die ich sehe. Übrigens, die 62%, das sagt die Studie, wollen nicht nur etwas tun, sondern die sehen digitale Kompetenzen ausbauen. Digitalisierung ist Top-Priorität. Also vielleicht wollen die anderen auch etwas tun, nur dass man sagt, das ist die Top-Priorität. Ja. Im internationalen Vergleich ist es so, 44% international sehen das. Also im Dach eh ganz gut. Helmut, wie stellt sich das für dich da, die Situation im Unternehmen? Ich kann den Vorrednern da nur zustimmen, das sehen wir auch. Wir sehen auch das Thema Digitalisierung, glauben wir auch, dass der Markt hier größer ist, vielleicht hier dargestellt, weil die Firmen schon unter einem entsprechenden Druck auch sind, hier zu reagieren. Was wir feststellen, wir haben doch öfters wieder mal Generationenwechsel, gerade auch in Familienunternehmen, die wollen natürlich mit neuen Lösungen arbeiten, die haben ein anderes Verständnis der Digitalisierung. Wir sehen durchaus auch Unruhen in den Unternehmen. Das Thema Fluktuation, dass Mitarbeiter durchaus wechseln, das heißt auch die Art der Projekte und die Umsetzung, wie das gemacht wird, das können nicht mehr ewig lange Projekte sein, sondern die Projekte müssen in kurzer Zeit schnell umgesetzt werden, die müssen schnell einen Nutzen erzeugen, weil viel mehr diese Unruhe drin ist und auch das ganze Thema Fachkräfte und Fachkräftemangel natürlich bei den Kunden sich genauso auswirkt, genauso auch natürlich Fachkräfte, die in IT und in unseren sagen wir mal, Themen mit sind, auch da gibt es natürlich Änderungen und Verschiebungen. Und das, glaube ich, hat zusätzlich noch zu den vielen anderen Themen, die schon genannt sind, noch wesentlichen Einfluss auf die Firmen, hier Schritte zu tun, schnell in die Umsetzung zu kommen, mit modernen Systemen zu arbeiten, damit, wenn ich neue Leute auch mit an Bord komme, die das auch sehr schnell und einfach auch bedienen können. Okay, ich würde jetzt, es wurde ja heute schon mehrmals das Stichwort KI und künstliche Intelligenz genannt. Da hat sich ja seit dem letzten Jahr, wo wir hier zusammengesessen sind, einiges getan. Also ChatGPT wurde auch schon genannt. Die Large Language Models haben doch für Aufsehen auch sogar nicht nur in der IT, sondern auch in der Allgemeinheit gesorgt. Da wäre es doch ganz interessant jetzt, wie kann künstliche Intelligenz helfen, genau das, was wir jetzt gesagt haben, also die Digitalisierung und die Automatisierung, die Resilienz, all das im Unternehmen aufzubauen, ja, zu helfen, umzusetzen. Vielleicht auch mit ein bisschen Fallbeispielen, wäre schön. Es ist eine sehr große Runde. Ich würde mich freuen, wenn hier eine kleine Diskussion entsteht. Ich möchte gleich mit Helmut beginnen, damit ein bisschen eine andere Reihenfolge auch zustande kommt. Wie verwendet ihr KI? Was hat sich im letzten Jahr geändert? Worauf können Unternehmen sich freuen, wenn KI verwendet wird? Ja, wir haben natürlich auch von Seiten Microsoft einen Partner, der das Thema KI auch sehr stark betreibt, das natürlich in die ganzen Systeme mittlerweile auch mit reinbringt. Sei das jetzt im Modern Workplace oder sei es zukünftig natürlich auch in ERP-Lösungen und CRM-Lösungen, die wird integriert.
Wir können natürlich diese KI-Systeme durchaus nutzen, sei das vor allem als Beispiel jetzt in der Qualitätskontrolle. Eine KI mit Tausenden oder Millionen von Bildern ist vielleicht, tut es viel leichter, irgendwelche Fehler oder kleine Fehler zu erkennen und gibt dann diese Informationen weiter und kann dann der Mensch hinten raus in die weitere Bearbeitung mit einsteigen. Also wir sehen hier sehr viele große Vorteile, dass so, sag ich mal, viele Routinetätigkeiten, dort wo es dann oft um Details geht, um Prüfungen geht, da kann die KI sehr, sehr einen großen Nutzen bringen, kann diese Themen natürlich den Mitarbeitern abnehmen und es können sich dann die Spezialisten, die diese Themen dann tatsächlich lösen, darum kümmern. Genauso können das Remote-Tätigkeiten sein, die auch im Service mit unterstützt werden. Das sind alles so Tätigkeiten, da wird die KI immer mehr und mehr, denken wir, Einfluss nehmen und wird natürlich auch das Arbeiten mit ERP-Systemen, CRM-Systemen, mit der ganzen Plattform entsprechend verändern. Ich halte es da eher pragmatisch, KI, AI. Wir sind ja doch international unterwegs und da ist eher Englisch unsere Amtssprache. Also in der IFS ERP-Software ist es bereits eingebaut. Es wird genutzt in den verschiedensten Fachbereichen von der Arbeitsvorbereitung, von der Fertigungsplanung, in der Maschinensteuerung, in den Auswertungen hinten heran. Nach dem Motto, der User braucht sich nicht mehr um Standardprozesse zu kümmern. Das macht die KI, das macht das System. Er kann dann eingreifen, wenn die KI vorschlägt, bitte entscheide du, wie du das gerne hättest. Oder es gibt einen Mechanismus, der dann vorschlägt, wo das menschliche Eingreifen sinnvoll ist. Da gibt es Steuerungsmechanismen. Ich kann das Ganze auch ausweiten innerhalb des ganzen Spektrums des Dashboardings, neudeutsch. Wir nennen das Lobbying, Lobbys, wo alles übersichtlich dem User gezeigt wird. Du kommst morgens ins Büro, hast deine Standard-Lobbys, die Dinge, die zu tun sind, die Dinge, die passiert sind, die Dinge, die laufen und kannst dann Entscheidungen treffen und kannst bis auf die letzte Zeile im System eingreifen, wenn es wäre. Das ist für uns angewandte KI, die bereits integriert ist. Ja, ich glaube, was interessant ist in KI und AI, dass man das relativ auch schnell einführen kann. Weil ich glaube, dass alles wird nicht functioneren ohne data. Und das Schöne ist, die meisten Unternehmen haben schon 20 plus Jahre an Daten. Genau. Ja? Und die sind in der Vergangenheit oft nicht ausgewertet. Und ich glaube, KI und AI geben auch eine Chance, um die Daten, die schon lange da sind, gut auszuwerten und dann Prozesse weiter zu automatisieren. Und ich glaube, es gibt viele Beispiele, ja, in Qualitätssicherung, ja, was mache ich mit ein defektes Produkt, ja, was vielleicht nicht ökonomisch mehr zu, wie ist man das, zu reparieren ist, ja, oder wie gehe ich mit der Mahnung um, ja, was habe ich in der Vergangenheit mit ähnlichen Kunden gemacht, ja, das kann eine Entscheidung dazu schneller treiben, ja, so ich glaube, das wird die Effizienz in Unternehmen und die Entscheidungsfähigkeit, ja, weiter steigern. Gerne. Also ja. Ich denke, dass wir mit KI ganz am Beginn stehen nach wie vor. Ich würde das vergleichen mit dem Commodore 64, der vor 40 Jahren ein Durchbruch war. Genauso stehen wir mit KI jetzt da. Also es ist der richtige Zeitpunkt, zu beginnen, die künstliche Intelligenz zu verwenden. Nichtsdestotrotz sollten wir uns bewusst sein, da wird sich noch sehr viel tun. Es wird mit viel höherer Geschwindigkeit, bin ich absolut bei dir, voranschreiten als noch vor 40 Jahren. Und Praxisbeispiele, die Digitalisierung, beispielsweise das Verarbeiten von Eingangsrechnungen, ist ein Routineprozess, zumindest zu 90%, der von der künstlichen Intelligenz effizienter, schneller und genauer abgewickelt werden kann, als von einem kreativen Menschen. Das heißt aber für den Menschen, dass er Zeit hat, sich neuen Fragestellen zu widmen, weil da ist die künstliche Intelligenz sehr schlecht. Ja, also ergänzend zu dem Ganzen vielleicht, ich würde ein anderes Beispiel hier mit reinbringen, und zwar aus dem Servicebereich, dort wo wir mit der KI sozusagen Automatisierung etwas weiterdenken können und aber auch Dingen wie Fachkräftemangel etwas entgegenwirken können, wo wir sagen, die künstliche Intelligenz wird uns dabei stützen, am Beispiel eines Servicetechnikers, dem das ganze Handwerkszeug in die Hand zu drücken
um vor Ort, wenn er jetzt eine Maschine serviciert, repariert, nicht nur die Diagnostik richtig durchführen zu können, sondern auch Fehlerbehebung sofort machen zu können. Also wenn ich mir jetzt vorstelle, der Außendienstmitarbeiter, der für die Servicierung einer Maschine zuständig ist, hat in der Früh seinen kompletten Arbeitsvorrat vor sich liegen. Da sind jetzt seine Servicetickets drinnen. Er kann sein Fahrzeug mit den entsprechenden Ersatzteilen bestücken, die eigentlich schon aus dem ERP-System, also da sind wir jetzt wieder bei der Brücke zwischen CRM und ERP, bereitgestellt worden sind. Er hat dann einen Routenplaner, der ihm idealerweise von einem Kunden zum nächsten so führt, dass das Ganze effizient ist. Das heißt, da sind wir auch wieder beim Thema Nachhaltigkeit, dass ich den Servicetechniker, der muss ja mit seinem Fahrzeug von A nach B kommen, entlastet, nicht nachdenken zu müssen, wie komme ich da jetzt hin, was ist der beste Plan. Und selbstverständlich vor Ort hat der schon sehr viel Basisdaten, sehr viel Basisinformation, um sich dem Thema zu nähern. Und dabei geht es jetzt nicht nur darum zu sagen, was ist jetzt an diesem Gerät, an dieser Maschine fehlerhaft, sondern auch in einem großen Gebäude, wo steht denn das Gerät überhaupt? Ja? Also wenn ich jetzt über die Installation Points zum Beispiel nachdenke, ja, wer ist jetzt dort mein Ansprechpartner, wie komme ich am besten dorthin? Man zeigt natürlich enorme Kompetenz auch in dem Bereich. Ja? Wenn man auftritt und wenn man sagt, okay, ich habe diese ganzen Informationen und komme mit einem vollständigen 360-Grad-Blick nicht nur auf das eine Problem, die Maschine, sondern alles, was also rundherum damit zusammenhängt. Mhm. Oliver? Ja, weiß genau, perfekt passt, ergänzend würde ich sagen. Also das sehen wir genauso im Field-Service sozusagen, draußen im Service. Aber da ergänzend an dem Beispiel, was ich eingangs gebracht habe im Customer-Service, also in dem quasi Inbound, da ist extrem viel möglich und da passiert schon extrem viel. Also denken wir nur an Thema Self-Service, denken wir nur an Thema Bot. Ja, am Anfang hat man ja die Fehler gemacht, dass man Bots gemacht hat und irgendwie eine reale Person imitieren wollte. Ja. Das hat natürlich nicht funktioniert. Ja. Aber mittlerweile weiß man schon, okay, da kann man wirklich weiterhelfen. Ja. Und das sind alles KI-unterstützte Systeme. Ja. Oder dieses Routing, dass ich sage, okay, wenn was reinkommt, dass genau der richtige Mitarbeiter bekommt, der am längsten jetzt eine Pause gehabt hat und genau für diesen Fall, weil das ja schon analysiert ist, die KI hat analysiert, was will derjenige, was hat der im Einsatz, gepaart mit der installierten Basis, nennen wir das, was hat der für eine Maschine, das wissen wir ja alles, ne? Was für Probleme und mit der Problembeschreibung und da ist das der Spezialist oder genau der richtige Fachmann dafür und kann schon aufbereitet werden und dann hat er, also wenn er dann ausgewählt ist, das ist dann Push zum Mitarbeiter, ja, und dann hat er ein Cockpit vor sich mit all diesen Informationen. Ja, und man braucht nicht, wir kennen das im B2C-Umfeld, ja, wie mühsam das ist, wenn man anruft zum dritten Mal und zum dritten Mal wieder dieselbe Story erzählen muss, da ist halt alles da. Ja. Und die KI kann zum Beispiel auch erwähnt, weil das ist dann auch vertrieblich, kommt da auch unterstützend, kann sehr gut zusammenfassen. Also das funktioniert schon echt gut, weil lange Fälle, ja, die Timeline einmal durchsuchen und so weiter, was ist da alles passiert, das braucht schon Zeit. Und wenn man zum Beispiel mit Voice jetzt Support macht, also am Telefon ist, dann hat man keine Zeit, weil der Kunde wartet. Ja. Und da ist halt, wenn man dann ein Cockpit hat mit der Zusammenfassung, mit den wichtigsten Informationen, ja, dann ist das natürlich perfekt. Und da, das sind genau KI-unterstützte Systeme, die uns dabei helfen. Ja. Mhm. Mhm. Wolfgang. Ja, es ist eh schon viel gesagt worden. Ich weiß nicht, ich möchte jetzt nicht Partycrasher sein, aber man muss den Kunden halt auch schon sagen, nur weil es jetzt KI gibt, was eigentlich schon länger gibt und durch ChatGPT jetzt halt nur eine sehr große Öffentlichkeit bekommen hat, entbindet es den Kunden nicht davon, seine Hausaufgaben zu machen, weil vorher Daten gefallen sind. Natürlich haben die Unternehmer irrsinnig viele Daten, aber was wir jetzt sehen, die Daten sind halt oft in einem, ja, eher in einem Zustand, aber halt dann nicht so weit, dass die KI jetzt damit was anfangen kann. Ne? Das steht schon, fällt schon mit einer sehr guten Datenqualität. Und ich glaube schon, wenn man es jetzt auch nicht, was wir alle kennen mit unseren Herstellern, das ist schon ein massives Ding, was auf die Unternehmer dazukommt. Ne? Also natürlich bietet die KI extrem viele Möglichkeiten und wir stehen da, glaube ich, erst wirklich am Anfang, das, was du vorher gesagt hast. Ich habe da so ein Zitat von einer, ich glaube, dass das die Chefentwicklerin ist von ChatGPT, die gemeint hat, sie ist ein bisschen überrascht über den Hype, weil das ist nicht einmal nur annähernd das, was das Ding wirklich kann. Ne?
Und ich glaube, die Unternehmen müssen mal für sich lernen, okay, wo kann ich das wirklich gewinnbringend einsetzen? Es ist halt schon gefallen, das müssen eigentlich Quick Wins sein. Also ich muss mir eigentlich als Kunde dort Fälle mal raussuchen, auch um meine Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen mitzunehmen auf die Reise, weil da oft sehr oft die Angst entsteht, naja, jetzt setzen wir da KI ein und ich bin dann nächstes Monat weg. Ne? Dass man die mitnimmt auf die Reise und sagt, du, die KI ist jetzt nicht dazu da, dich abzulösen, sondern einfach deine Arbeit zu beschleunigen und eigentlich deinen Fokus auf die Dinge zu legen, die nicht repetitiv sind, sondern sagen, wo du wirklich dein Fachwissen auch einbringst. Ja? Und ich glaube, da muss man die Kunden auch beraten. Vorher ist das Wort Change Management gefallen. Das sind, was wir halt lernen, viele Kunden auch noch ein bisschen resistent dagegen, weil das ist eher ein IT-Projekt. Nein, das ist ein Wechsel in deiner Arbeitsweise, in deinen Prozessen, weiterfolgend auch in deinen Denkweisen als Unternehmen. Also die IT ist ein unterstützendes Element dazu, hat aber schon sehr viel damit zu tun, dass ein Unternehmen sich selbst transformiert in der Arbeitsweise und Denkweise. Und da öffnen sich ja da Welten für alle, für uns genauso wie für die Unternehmen. Jetzt ist die KI, also beschrieben worden, natürlich sehr stark serviceorientiert, da kann man sehr viel machen. Und hierbei wird natürlich auch die KI eingesetzt, um dem Fachkräftemangel entgegenzuwirken. Wie sieht es denn aus bezüglich Komplexität? Kann ich mit KI die Komplexität reduzieren oder ist das nicht das geeignete Mittel? In die Runde gefragt. Bitte. Nein, ich glaube, KI wird die Komplexität kämpfen. Ja, so. Ich sage immer, es ist nicht relevant, wer das Wissen hat, aber dass man das Wissen finden kann. Ja, so ich glaube, die Komplexität wird immer weiter sich entwickeln. Aber ich glaube, KI unterstützt, um die Komplexität zu kämpfen und genauso die Daten auszuwerten, zodat diejenige, die eine Entscheidung machen muss oder ein Prozess durchführen muss, dass der in die Fähigkeit ist, das effizient und mit die richtige Auskünfte zu machen. Ja? So, ich glaube, die Komplexität geht nicht weg. Also vielleicht pardon. Ja, Helmut, pardon. Ja. Ich denke, vielleicht Komplexität, weiß ich vielleicht nicht genau, aber was vielleicht oder was sehr gut stimmt, ist, die KI hilft in der Problemlösung wesentlich schneller. Wenn wir irgendein Fehler haben, gerade im Support oder Service oder Field Service, was schon angesprochen wurde. Dieser Fehler, der ist weltweit wahrscheinlich ja schon mal aufgetreten, wenn man das mal ein bisschen größer fasst. Die KI kennt das oder hat wahrscheinlich diese Daten zur Verfügung. Das heißt, die Problemlösung dazu geht unter Umständen wesentlich schneller. Beispiel aus einer anderen Branche, aus dem Gesundheitsbereich. Eine KI kann viel eher und schneller vielleicht eine Entwicklung von Krebs erkennen, wie irgendein Arzt, der nur, sag ich mal, seinen beschränkten ja, seine Umgebung kennt, sein Krankenhaus kennt vielleicht und viele andere Sachen eben nicht. Und die Problemlösung, die ist wesentlich schneller, glaube ich, da kommen wir hin, wir haben schneller die Probleme erkannt und können dadurch schneller reagieren. Ob es dann Komplexität in der reinen Bearbeitung rausnimmt, das hängt natürlich wieder von Prozessen und anderen Themen natürlich ab. Vielleicht, um noch einmal das Thema im Kontext zusammenzufassen, Mittelstand. Der Mittelstand will digitalisieren, familiengeführte Unternehmen gehen in die Nachfolgeregelung, die Jungen kommen an Bord und wollen umstrukturieren. Ein ganz wichtiger Punkt ist, wir haben Datenschätze in diesen familiengeführten Unternehmen. Die sind zu heben und zu veredeln, damit ich KI überhaupt betreiben kann damit. Und diese Aufgabe ist grundsätzlich einmal die Aufgabe des Unternehmens. Da muss sich das Unternehmen mit befassen. Denn wenn wir als Digitalisierungsunterstützer, egal welcher Couleur, CRM, ERP etc. hineingehen, brauchen wir sortierte Daten, mit denen wir schnell saubere Projekte umsetzen können. Wenn wir das nicht haben, stoppt jedes Projekt. Um es nur mal auf den Punkt zu bringen. Friedrich? Ja, die Frage Vereinfachung oder Komplexität, glaube ich, ist auch immer an den Adressatenkreis gebunden. Also wenn ich jetzt an das Unternehmen denke und an die teilweise noch herrschenden Datensilos, die da sind, dann bin ich da mit einer enormen Komplexität konfrontiert, diese Daten wirklich, wie du sagst, den Datenschatz zu heben, das aufzubereiten, ein gutes Master Data Management System einzuführen, also alles bereit dafür zu machen, dass dann die KI hereinkommen kann
und für den Endanwender diese Komplexität eigentlich auflöst und dem Endanwender dann diese Einfachheit präsentiert. Also ich glaube, es hängt immer davon ab, mit wem man spricht. Also der End-User wünscht sich alles eigentlich easy. Ja, ich setze mich nur hin und spreche hinein in das Gerät und es ist alles da. Und dahinter sitzen aber sehr viele Leute, die sich sehr stark darum bemühen, das bereitstellen zu können. Ja. Ich vergleiche das immer mit einem Kühlschrank eigentlich. Ja, Komplexität von einem Kühlschrank kann sehr hoch sein, ja. Nur die Benutzung ist halt recht einfach. Ja. Man macht es auf, es ist kalt. Ne? Mit dem Vergleich ist immer im Gedanken. Ja. Ja, ich möchte auch gerne einbringen, also ich würde zwei Dinge in der Komplexität unterscheiden. Und zwar, das ist die Technologie künstliche Intelligenz an sich, wo wir uns als IT-Experten mit beschäftigen. Das zweite ist die Einfachheit für den Anwender, die wir versuchen herzustellen. Und im unternehmerischen Kontext lege ich schon darauf Wert, die Einfachkeit, die einfache Nutzbarkeit der künstlichen Intelligenz in den Vordergrund zu stellen und rate da jedem Unternehmer dazu, probieren statt philosophieren. Die ersten Schritte der künstlichen Intelligenz im unternehmerischen Kontext zu nutzen, wie ich schon beschrieben habe, Eingangsrechnungen durch ein System zu verarbeiten oder vielleicht in unserem Kontext gesprochen, wenn ich nicht weiß, wie mache ich eine SQL-Anfrage aus meiner Datenbank, ja, dann frage ich ChatGPT und das wird mir zu 90% richtige Antworten liefern. Das heißt, die Anwendbarkeit muss im Vordergrund stehen, die ist einfach, die ist nicht komplex. Die Technologie dahinter ist natürlich eine sehr komplexe Sache. Ja, es ist ein Anwender, der den Unternehmen im Endeffekt wurscht, wie wir es lösen. Der möchte ein Problem gelöst haben und möchte damit nachher der Anwender, was du vorher gesagt hast, einfach arbeiten, der möchte es reinklopfen, möchte Ergebnis haben. Mhm. Ja, und da sind wir gefordert, das auch dementsprechend so zu transportieren, dass halt die Komplexität in der Technologie halt beim Anwender nicht ankommt, sondern dass der wirklich ein sehr angenehmes und sehr komfortables Arbeiten hat mit dem Tool, wie man das heißt. Ja. Ich würde gerne noch ganz kurz bei der Komplexität bleiben. Kann helfen, weil wir müssen die Komplexität ja reduzieren irgendwie, denke ich mal. Integration von CRM und ERP, ist das eine Möglichkeit, die die Komplexität reduziert? Also Integration CRM, ERP, das ist für mich keine Möglichkeit, sondern ein Muss, genau. Das macht überhaupt keinen Sinn, wenn das nicht integriert ist. Ja. Und das ist auch schon verstanden. Es geht halt darum, dass man dass man das mehr, da sehe ich schon ein Wandel im Denken auch. Ja. Es wird mehr verstanden, denn die Customer Journey ist ein Begriff, ja, dass man diese durchgängige, positive Kundenerlebnis, und zwar vom Service über Vertrieb, über Rechnung, über den ganzen, also jeden Touchpoint zum Kunden, dass der positiv und durchgängig ist. Ja. Und da spielt halt ERP und CRM beides eine Rolle. Ja. Warum sollte man auf einer Rechnung nicht eine Freundlichkeit oben haben oder sagen, oder ein kleines, oft sind es ja nur die kleinen Dinge, ja, ein kleines positives Erlebnis, warum sollte es auf einer Rechnung nicht oben sein, nur weil es eine Rechnung ist, ja, und nicht ein Verkäufer anklopft. Ja. Also, und das wird halt schon immer mehr verstanden, weil wir das ja auch fordern, zum Glück, ja, die Menschen, also es sind ja immer Menschen auf der anderen Seite, und die wollen ja durchgängig positive Erlebnisse haben. Ja. Und da muss im Hintergrund die Technologie, da spielt halt ERM und CRM eine Rolle, die müssen halt miteinander sprechen. Also das ist genau unabdingbar, würde ich sagen. Also bin ich bei dir, es ist kein Soll, es ist ein Muss. Ja. Das, was man auch den Zuhörern und Zuhörern sagen muss, nicht, wir reden jetzt über moderne Technologien, KI und was da alles funktionieren wird. Dazu ist es halt notwendig, halt die dementsprechenden Backend-Systeme auf modernster Basis zu haben. Ne? Und wenn ich mir jetzt unseren Dynamic-Kanal, also auf den Helmut Rapanzer, mir anschaue, oder und bei dir vielleicht auch, es gibt halt nur sehr viele Kunden, die auf Uralt-Versionen herumarbeiten. Da ist dann aber sehr schnell einmal zusammengerannt mit KI, nicht? Weil das kostet Unmengen, das da anzubinden. Nicht? Das heißt, die Unternehmer müssen halt schon, wenn sie modernisieren, das die ERP-Thema mitnehmen auf die Reise, wenn sie halt in die KI-Welt rein wollen und modern produzieren wollen, modern verkaufen wollen, die Customer Journey super gestalten wollen, muss ich halt die Hausaufgaben machen und muss mein Rückgrat, mein Skelett muss ich fit halten. Ja? Und da, glaube ich, kommt noch sehr viel auf uns zu, weil die Unternehmen halt
auch jahrelang nichts getan haben auf dem Bereich. Und wir haben vor im März unsere große Kundenveranstaltung gehabt in Wien bei Microsoft. Und da kam ein Geschäftsführer zu mir, und das bleibt mir wirklich sehr lange in Erinnerung. Der hat gesagt, mir hat die Event super gefallen, aber ich habe echt Angst. Sag ich, wieso? Sagt er, ja, weil ich, das, was ihr mir zeigt, da bin ich 10 Jahre entfernt davon. Sagt er, ich muss vorher so viel machen, bis ich dort einmal hinkomme, was ihr mir sagt. Und bis ich dort bin, seid ihr schon wieder weiter weg. Also das erzeugt jetzt nicht nur Happiness und Glücklichkeit, sondern ich glaube, bei vielen Geschäftsführern und Eigentümern hat er einen riesen Respekt und teilweise auch schlaflose Nächte vielleicht, also sagen, wie soll ich das alles machen? Mhm. Ja. Stefan und dann Helmut. Ja, ja, gerne. Also ich verstehe die Sorge, die du beschrieben hast, nämlich der Unternehmer, der Geschäftsführer, der CIO steht vor einem riesen Berg. Digitalisierung, das ist alles. Und man kann sich nicht vorstellen, wie man ein Unternehmen digitalisiert. Meine Empfehlung ist, in Etappen, in kleine Häppchen zu schneiden, einen Prozess end-to-end zu denken und diesen zu digitalisieren und nicht den ganz großen Berg im ständigen Blickfeld zu haben, weil der ist nicht machbar. Da gebe ich den Geschäftsführern und Unternehmen ja recht. Aber die Etappe, von unten auf die erste Hütte, die schaffe ich immer. Die Etappe in dem Prozess von dem Bestelleingang bis zur Bezahlung, die kann ich mir vorstellen und die kann ich immer einfach lösen. Und deswegen ist da mein großer Tipp, das in kleine Teile zu schneiden und Stück für Stück anzugehen. Mhm. Helmut, du hast dich auch gemeldet dazu? Ja, was wir immer feststellen oder mehr und mehr feststellen, ist das, dass die Kunden sagen, gerade auch Geschäftsführer, ich habe eigentlich oder ich brauche ein fertiges System. Das heißt, die wollen sich gar nicht mehr mit Details beschäftigen. Die wollen sich gar nicht mehr unbedingt mit Komplexität beschäftigen. Die gehen auch nicht mehr hin und sagen, ich habe jetzt irgendwo getrennt CRM oder getrennt irgendwo ERP. Da haben wir eher schon den Eindruck, das ist einfach die Erwartung und dem Anwender, dem User ist eigentlich egal, auf welchem System er arbeitet. Das heißt, wir sind gefordert, im Prinzip die Komplexität im Hintergrund durchaus darzustellen, diese ganzen Verknüpfungen, Verbindungen, das geht ja weiter wie nur CRM und ERP, das geht raus DMS, das geht raus Richtung IoT und alles, was damit mit zusammenhängt. Das stellen wir zur Verfügung und der User, der nutzt das Ganze. Mit dem Smartphone, das ist natürlich auch die neue Generation, die reinkommt, ich nutze es einfach schnell auf dem Smartphone, ich nehme eine App mit dazu, die gefällt mir. Ja, dann verwende ich die, ohne riesengroße Einschulung machen zu müssen. Oder ich gebe sie wieder weg, bis dem ERP, CRM-Umfeld natürlich etwas komplexer, diese Geschichte. Aber von der Herangehensweise, wir gehen hin, wir wollen es nutzen. Und im Hintergrund, wie das zusammenspielt, das muss der Partner lösen. Der muss die Komplexität im Griff haben. Und das mit einer schnellen Umsetzung, schnell Time to Value. Das ist dieser Punkt, den wir sehr stark feststellen, gerade bei Kunden und gerade auch bei kleineren Kunden oder die jetzt in die Digitalisierung reingehen und investieren wollen. Mhm. Ja, also zwei Punkte. Also die Frage war, ist es notwendig oder ist es gut, CRM-Systeme mit ERP-Systemen zu verknüpfen? Also für mich unabdingbar. Also das ist, glaube ich, die Frage haben wir eingehend geklärt. Aber was die Kunden dann, und da Helmut bei dir auch anzuknüpfen, dann nachher kommt, die wollen ein fertiges System. Das heißt, die denken ja da schon weiter. Mhm. Die sagen ja zum Beispiel, naja, jetzt habe ich ein ERP-System und ich habe ein CRM-System, aber ich brauche ja noch was. Ich muss ja das Ganze meinen Kunden zum Beispiel gegenüber öffnen. Ich brauche da eine Applikation, wo meine Kunden darauf zugreifen können. Mhm. Das heißt, man muss das Ganze schon auch systematisch noch etwas weiterdenken. Und da sehen wir also besonders im SAP-Umfeld sehr verstärkt unsere Kunden auf uns zukommen und sagen, was habt ihr denn da noch? Ja, was könnt ihr denn noch darüber hinaus machen? Und die SAP BTP, die Business Technology Plattform, bietet da eigentlich uneingeschränkte Möglichkeiten, nämlich genau dieses Zielbild herzustellen, dass ich sage, ich habe alles auf einer Plattform und kann auf die Daten so zugreifen, wie ich es brauche, kann sie den relevanten Personen so zur Verfügung stellen, kann das Ganze sicher machen. Und dann der zweite Punkt, den ich noch bringen wollte, war der ganze Faktor Kosten natürlich. Also es ist immer wieder, ja, wo fange ich jetzt an? Ich habe ein Legacy-System, ein altes, das läuft seit 20 Jahren, das hat irgendwann einmal TCO schon lange vorbei, das ist robust, das steht und jetzt sehe ich mich auf einmal einer Situation konfrontiert, da habe ich mir jetzt 10 Jahre keine Gedanken machen müssen.
Und da sind wir, glaube ich, auch als Begleiter und als Partner auf der Reise gefordert, mit unseren Kunden gemeinsam den richtigen Weg einzuschlagen. Also wir haben da ganz interessante Modelle. Wir bieten unseren Kunden zum Beispiel eine ERP-Transformation von altem System auf vielleicht auch schon eine Cloud-Lösung im Subscription-Modell an, wo wir sagen, okay, ähnlich wie im Cloud-Gedanken zu sagen, der Kunde bezahlt jetzt nicht mehr einen großen Brocken und hat das Ding dann irgendwo im Keller am Server laufen, sondern er hat eine Subscription, wo er sich monatlich die Kosten sozusagen aufteilen kann, machen wir das auch in Implementierungsprojekten. Also das ist ein ganz, ganz wichtiger Faktor für uns, weil der Kostenpunkt ist riesig. Also das ist enorm, was da auf die Unternehmen für Kosten zukommt. Ja. Oliver und dann Thorsten. Du hast? Ja, sagen wollen. Ich habe nur kurz überlegt, was ich sagen wollte, aber ich weiß schon wieder, ja. Nein, ich wollte da auf den Zug da noch aufspringen wegen diesen Häppchen, ja, weil wir, das wollte ich noch unterstreichen, das sehen wir halt auch, dass immer mehr Unternehmen das fordern, ja, dass man nicht diesen großen Big Bang und jetzt alles auf einmal und den riesen Lastenheft und Pflichtenheft und so weiter, und sondern man braucht sehr schnell Ergebnisse, man braucht sehr schnell Nutzen, ja. Und da haben wir eben auch entsprechend reagiert, dass wir so Test-Drives haben, ja, wo man mit überschaubaren Investitionen schon ein Problem, wo wir sagen, okay, wir fangen einfach mal an mit einem Problem. Ja. Du hast viele Herausforderungen, ja, das haben wir eh schon gehört, das haben viele, viele Herausforderungen, ja, und das macht keinen Sinn, das alles auf einmal anzugehen. Wir fangen einfach mal mit einer Herausforderung an, da schauen wir, okay, was ist da am wichtigsten oder was macht am meisten Sinn zu beginnen, und diese Herausforderungen lösen wir. Ja. Den Nutzen muss das System schon stiften, und das mit einem Test-Drive, das ist ja abgeschnitten, das dauert 2 Monate, ja. In der Regelfall, ja, und überschaubares Budget, und dann hat dann noch dieser Zeitraum, das ist ein sehr kurzer Zeitraum, ja, für ein Mittelstandsmaschinenbauunternehmen, ja, dass er nach 2 Monaten schon Ergebnisse sieht. Ja. Aber das sind so Themen, die sind heute gefordert. Ja. Das wollte ich noch ergänzen, genau, weil du das gesagt hast, das sind Schäppchen. Da hat mir der Oliver genau die richtige Vorlage gegeben. Es ist so, genau so ein Thema. Es gibt so ein Big Bang, ist finanztechnisch auch ein Big Bang. Und da trauen sich viele nicht rüber, allein schon wegen der Ressourcenthematik. Aber eben so ein kleines Projekt zu starten, um nochmal auf diese Thematik Resilienz der Bauindustrie, absteigende Bauwirtschaft. Aber die müssen dringend was tun, um resilienter zu werden. Und die haben alle ein Riesenproblem mit ihrem Projektmanagement. Weil da ist Excel omnipotent überall vertreten und ein Datenwust, der unglaublich ist. Und da könnte man zum Beispiel mit so einem überschaubaren Projekt das ganze Projektmanagement von so einem großen Bauunternehmen unter einen Hut bringen, mit einer Lösung, die dann alleinstehend und voll stabil laufen kann, die angebunden wird oder an andere Module angeschlossen wird. Es sind überschaubare Projekte mit einem überschaubaren Team, wo der Nutzen sehr schnell gestiftet ist. Und da wir einen großen Vorteil haben, ein integratives System zu haben, was modular auch funktioniert, haben wir diesen Weg der einzelnen Steps ganz gerne einmal, um zu zeigen, was da für eine Kraft dahinter liegt. Und das Master-Datenmanagement-Problem haben wir gleich mit im Griff dann. In so einer Projektphase, die vielleicht ein halbes Jahr braucht. Ja, wir haben gerade über modular geredet. Da würde ich auch gerne hin. Ich glaube, die ganze Mikro-Architekturwelle, ja, sehr wichtig natürlich. Ja. KI zu benutzen in het CRM-System, soll man nicht verpflichtet sein, um ein neues ERP einzuführen. Ja. Man braucht nur die Daten von ERP, um zum Beispiel, wenn man ein Angebot macht in CRM, um dann auszuwerten, okay, was ist das Zahlungsverhalten, wie war meine Serviceleistung, genau, und so weiter. Ja. Ja, um dann die Entscheidung zu treffen, okay, was für ein Angebot mache ich meinen Kunden. Und ja, um das auszuwerten, braucht man ein modulares System, was auch auf Microservice-Architektur geeignet ist. Genau, ja. Was eigentlich dazu treibt, dass die Kunden nicht alles neu einführen dürfen, aber nur ein kleiner Bestandteil das verbessern und dann auf ein neues Verbesserungsprojekt springen kann. Ja? So, dass das dann auch klein und agil bleiben kann. Ja. Ja, und ergänzend dazu, diese Microsteps, die man mit den Unternehmen gehen kann, ist ja dann auch extrem wichtig, um das Vertrauen aufzubauen. Ja, also wir haben sehr viele Unternehmen, die noch mit veralteten
überalteten Strukturen arbeiten, die, um Gottes Willen, die funktionieren. Also ja, da ist jetzt nichts dabei, das gebrochen ist. Ja. Aber um sich zukunftsorientiert zu positionieren, muss man das Vertrauen im Unternehmen schaffen. Und das geht durch diese kleinen Schritte eigentlich sehr gut. Das sehen wir auch immer wieder, wenn man das Vertrauen auch einmal in einem Fachbereich hergestellt hat. Die Leute reden ja miteinander. Wir sind ja doch noch immer alle Menschen und plaudern über die Themen, die uns beschäftigen. Und dann heißt es, naja, wie läuft denn die Initiative bei euch da jetzt im Vertrieb? Ja, und wenn da positive Rückmeldung kommt, dann kann man auch rascher, glaube ich, in der Adoption auch in die Breite gehen und mehr Services anbieten. Ne? Okay. Klingt eigentlich sehr positiv alles. Da gibt es schon gute Angebote auch am Markt für die Unternehmen. Eine andere Sache ist natürlich die, wenn wir sagen, wir haben diese Krisen, wir müssen schneller und resilienter agieren, natürlich Stichwort Cloud. Jetzt ist es so, dass gerade wenn wir im Mittelstand sind, viele haben die Wichtigkeit der Cloud erkannt. Einige schwören noch immer auf On-Premise, also IT vor Ort. Da die Frage, wie ist die Cloud denn einzuschätzen, auch hinsichtlich des immer mehr verlangten Umweltgedankens, grüner Technik und so weiter. Und natürlich auch hinsichtlich des Krieges in der Ukraine, Krieg und so weiter. Welche Rolle kann denn die Cloud hier einnehmen und spielen? Steffen. Ja, gerne. Also aus meiner Sicht ist die Cloud konkurrenzlos. Also es gibt eigentlich kein rationales Argument mehr, das gegen die Cloud spricht. Insofern ist es aus meiner Sicht konkurrenzlos und es ist mittlerweile auch etabliert und zieht sich durch alle Bereiche. In Bezug auf Krisen, denke ich, sind drei Faktoren sehr entscheidend. Agilität in der Funktionalität, Resilienz in der Krise bedeutet, erfolgreich aus der Krise gehen zu können. Und da braucht es Agilität in der Funktionalität. Es braucht aber auch gleichzeitig Stabilität in den Kernprozessen. Das heißt, alles, was der Kern meines Unternehmens betrifft, sollte Stabilität haben, um erfolgreich durch die Krise zu gehen. Und das Dritte in einer Krise ist Vertrauen. Vertrauen mit seinen Partnern, mit seinen Kunden, mit seinen Mitarbeiterinnen, durch diese Krise zu gehen. Und ich denke, wenn man diese drei Dinge einhält, kommt man gut durch Krisen und kann das auch sehr gut auf seine digitale Landkarte im Unternehmen replizieren. Ich habe nur einen kurzen Gedanken, ja, den ich teilen will, weil du das auch gesagt hast, Nachhaltigkeit. Ja, vielleicht könnte man es so vergleichen, weil natürlich diese Rechenzentren brauchen viel Energie, ist klar. Mhm. Ja, nur die leisten halt auch extrem viel. Vielleicht ist der Vergleich valide, wenn man sagt, okay, man vergleicht es entweder, aber man fährt selber mit dem Auto oder man fährt mit dem Zug. Mhm. Ja. Der Zug braucht auch mehr Energie, ist aber trotzdem nachhaltiger insgesamt, weil halt, wenn ein vollbesetzter Zug, wenn die alle mit dem Auto fahren würden, also vielleicht könnte man das so vergleichen, zumindest sind diese Cloud-Anbieter, die Rechenzentrenbetreiber, ja, die werden eh immer mehr auch einerseits von der Gesellschaft, andererseits auch von gesetzlichen Rahmenbedingungen immer mehr dahin getrieben, über Nachhaltigkeit nicht nur nachzudenken, sondern wirklich Maßnahmen zu setzen, was ich sehr positiv finde. Ja. Also da wird sich auch auf der Seite, hat sich viel getan und muss sich noch mehr tun und wird sich auch noch mehr tun. Ja. Aber ich denke mir halt auch, so mit dem Vergleich, da tut sich halt auch ein Cloud-Anbieter auch viel leichter. Das ist dessen Kerngeschäft. Ja. Dasselbe mit dem Thema Sicherheit. Früher, ich bin ja auch schon ein paar Monate im Geschäft, ja, früher hat es geheißen, na, die Cloud, das ist mir zu unsicher. Ja. Das Argument hat sich ja komplett umgedreht. Ja. Eigentlich ist sie zu Hause viel unsicherer als in der Cloud. Ja. Ich habe Kunden, die haben gesagt, na, Cloud ist für uns kein Thema, On-Premise und so weiter. Nicht? Dann sind sie gehackt worden. Nicht? Plötzlich, jetzt sind sie in der Cloud. Ja. Also das hat sich komplett umgedreht. Ja. Da hat der Cloud-Anbieter ganz andere Möglichkeiten. Ja. Über das Lernen durch Schmerzen, oder? Ja, genau, in dem Fall, ja. Ich bin bei dir, also die Cloud finde ich ist mittlerweile alternativlos. Also wenn Kunden mir sagen, na, On-Premise schon super, muss man da fragen, das Argument würde ich jetzt gerne hören, ob ich das schon mal gehört habe oder nicht. Und auf das Thema Nachhaltigkeit der Rechenzentren, jetzt, nächstes Jahr wird Microsoft Cloud Region Österreich eröffnen, ich glaube Mitte des Jahres wird es soweit sein. Und wenn man sich anschaut, was Microsoft, und das wird Google und AWS genauso machen,
investiert, um diese Rechenzentren immer nachhaltiger zu machen. Da gibt es ja auch die Generation 8, 9. Ja. Also ich habe gehört bei einem Vortrag bei Microsoft, dass Amsterdam mitten in der Stadt steht und dort die Abwärme oder Abluft verwendet wird, um halt die umliegenden Wohnhäuser zu heizen. In Dublin verwenden sie zum Kühlen Regenwasser. Also da fließt sehr viel auch Technologie und Wissen hinein, um die immer nachhaltiger zu gestalten. Und ich glaube, man kann ein Rechenzentrum der Generation 1 nicht mehr mit dem vergleichen, was jetzt dann im Umfeld von Wien hingestellt wird. Ich glaube, das ist für Unternehmen mittlerweile auch, was die Rechenzentrumsbetreiber an Security leisten, physische Security, IT-Security etc. 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 Da sitzen, glaube ich, bei Microsoft 8000 Leute jeden Tag und zerbrechen sich den Kopf, wie sie Hackerangriffe abwehren. Das kann kein Unternehmen dieser Welt, sofern sich Microsoft, Google oder AWS heißen, nur annähernd liefern. Also deswegen stellt sich das Thema, die Frage stellt sich einfach nicht mehr. Merkt man aber auch im Kundenumfeld, das ist schon eine Generationsfrage auch. Natürlich, junge Menschen denken dann immer noch über On-Prem. Der will gar kein On-Prem-Angebot mehr haben. Und die Frage, glaube ich, die haben wir, also die Diskussion führen wir in der Tiefe nicht mehr. Kann man so sagen, dass das sich dann mit den neuen Generationen erledigt, das Problem eigentlich, nicht? Das ist ja, schon auch, aber jetzt auch die Geschäftsführer, Entscheider, die jetzt quasi entscheiden, das Thema ist für die eigentlich auch schon Haken dran, Cloud passt. Ja. Warte mal. Ich glaube, der Cloud ist auch keine alles oder nichts. Ja, ich glaube, die meisten Kunden, die wir sehen, machen das Schritt für Schritt. So die produktionsnähe Anwendungen, ja, die sind noch on-premise. Die gehen auch langsam zu Cloud, aber ein bisschen später. Und zum Beispiel Anwendungen, wo man mit Kunden zusammenarbeiten muss. Ja? Oder über die Lieferkette, zum Beispiel SRM, Supplier Relationship Management. Da sehen wir eine Verschiebung Richtung Cloud. So, ich glaube, die Standard nächste Jahre wird hybride sein. Ja? So eine Mischung, der Kunde hat durchschnittlich mehr als 10 Anwendungen. Ja, es wird eine Mischung geben zwischen Cloud, die durch die Hersteller getrieben wird, in Public Cloud, Cloud vielleicht, die Kunde selbst treibt, ja, und dann auch noch immer On-Premise-Anwendungen. Ich glaube, das Verhältnis wird sich ändern, aber ich glaube, es ist nicht alles oder nichts. Die Kunden werden das Schritt für Schritt machen. Das sehen wir bei unseren Kunden. Helmut hat sich gemeldet. Ja, okay. Wie vorhin schon kurz erwähnt, das Thema Rechenzentrum oder Cloud und Nachhaltigkeit. Diese Firmen, die können das oder werden das professionell betreiben, auch was Security anbelangt und damit wesentlich größere Effizienz rausholen. Die anderen Rechner, die sonst im Keller stehen und in den Firmen stehen, die müssen genauso gekühlt werden und so weiter, aber sind nie so professionell ausgestattet wie Rechenzentren. Da sehen wir hier schon einen richtigen Vorteil drin. Ich glaube, das Nächste auch, wenn die Lösungen in der Cloud sind, Software as a Service, mit laufenden Updates, das ist der nächste Punkt. Die Firmen, so steht der Eindruck, die wollen nicht mehr hingehen und sagen, ich habe jetzt einmal eine Installation und habe dann riesengroße Updates und ich bin dann nach ein oder zwei Jahren eigentlich schon wieder mit einer alten Lösung unterwegs. Die wollen zukünftig auf aktuellen Lösungen unterwegs sein. Die wollen die Technologie nutzen. Die wollen mit der Digitalisierung, die laufend voranschreitet, wollen die genauso mitgehen oder mitgehen können. Und das gelingt natürlich sehr einfach über die Cloud, gerade über die Microsoft Cloud ist das sehr einfach möglich. Natürlich müssen wir alle mit dieser Geschwindigkeit mit, aber davon profitieren die Kunden natürlich genauso. Neben der Security, die natürlich auch hier noch einen großen Stellenwert darstellt. Stefan? Ich wollte noch eine Detailfrage stellen, und zwar, was sind die Pro-Argumente für On-Premise? Also ich verstehe, dass wir aktuell in dieser hybriden Welt sind, verstehe ich. Aber was sind jetzt die Argumente, dass das so bleiben soll? Zeit und Budget, um die Migration zu tätigen. So, okay. Ich glaube, es geht nicht um die Angst über die Cloud. Ich glaube, die sind alle überzeugt, dass das sicher ist und alles. Aber ich glaube, ja, Kunde hat eine sehr große Systemlandschaft, kann nicht alles gleichzeitig machen und möchte die Schritt gerne ja, agil machen, Schritt für Schritt. Okay. Also, um das nochmal ergänzend zu sagen, Nachhaltigkeit ist, glaube ich, bei der Cloud kein Thema mehr. Die Cloud ist auch angekommen, nicht nur bei der jüngeren Generation, auch bei der älteren Generation. Lessons learned bei allen. Ja. Da ist es klar, es gibt keine Alternative mehr. Aber es gibt immer noch Anwendungen, in dem Fall, wo ich hochkomplexe Umgebung habe, eine funktionierende, gut ausgebildete IT-Abteilung, entsprechende Ressourcen dahinter, die zum Beispiel modulare Teilanwendungen, nicht volle Systeme, in der eigenen Cloud fahren, auf deren eigenen Rechenzentrum, auf deren eigenen Blech. Diese Varianten sind möglich
und die können genauso unterstützt werden. Mhm. Unabhängig davon, ob er dann was in die servicierte Cloud moved, in die Microsoft Cloud, in die Amazon Cloud, in welche Cloud auch immer. Aber wir sagen immer, der Kunde hat die Wahl und der muss auch die Freiheit behalten, entsprechend so zu moven, wie sein Betriebsmodell für ihn am besten ist. Ja, ich glaube, es gibt auch noch natürlich spezielle Branchen, so wie die Gesundheitsbranche, die dann gewisse Daten einfach nicht in irgendwelche Clouds hineinstellen darf. Heutzutage, Military-Bereich, ganz wichtig. Militärbereich, genau. Das, was wir halt schon bei der Cloud auch haben, speziell im Mittelstand, trifft man halt immer wieder Firmen, wo das berühmte Glasfaserkabel halt bei der Ortstafel vorbeizieht, aber nicht im eigenen Unternehmen ist. Das haben wir schon immer wieder, wo der Geschäftsführer sagt, ich würde schon gerne in die Cloud gehen. Mhm. Aber mit der Anbindung gebe ich mir das sicher nicht, müssen warten. Oder so. Das heißt, hier ist eigentlich die Politik auch ein bisschen gefordert, nicht? Damit man den Standort Österreich jetzt als Gesamtes verbessert. Also das wird für die Wirtschaft, für den Wirtschaftsstandort Österreich, das ist ein Muss-Investment, das zu tun, dass die Unternehmen die Möglichkeit haben, moderne IT-Systeme für deren Produktivitätssteigerung, Produktion etc. auch nutzen zu können. Da schaue ich immer gerne nach Dänemark, da funktioniert schon sehr vieles. Absolut. Und Schweden. Norden ist ja halt immer ein Vorreiter, Nordeuropa ist da immer sehr... Ist sehr, sehr gut unterwegs. Also ich glaube, das Thema Nachhaltigkeit der Cloud und auch Datensicherheit haben wir, glaube ich, genügend besprochen. Vielleicht zwei ergänzende Themen hier dazu noch, das Thema Internationalisierung. Wenn ich daran denke, dass ich heute vielleicht expandiere und über die Cloud-Lösung vielleicht die Möglichkeit habe, in einem neuen Markt einzutreten, dann habe ich sprachtechnisch überhaupt keine Barrieren. Die meisten Cloud-Lösungen sind in verschiedensten Sprachen, werden angeboten und ich kann die Mitarbeiter in ihrer Landessprache auf dem Tool schulen. Man muss da jetzt nicht wieder neu anfangen, entweder zentral alles auf Englisch zu bringen oder vielleicht sogar den Leuten Deutsch beizubringen, weil sie halt für ein deutsches Unternehmen mit einer Subsidiary in Polen zum Beispiel arbeiten. Das ist ein großer Punkt, wo wir sagen, also die Cloud hat eindeutig die Nase vorn. Und der zweite Punkt hat auch mit Internationalisierung zu tun, ist, was ist, wenn das Umgekehrte passiert? Ja, viele Unternehmen haben sich aus dem russischen Markt zurückgezogen vor einiger Zeit. Und was mache ich denn, wenn dort jetzt in meiner Tochterfirma in Moskau der Server dort im Keller steht? Da bin ich verloren. Mhm. Ja, das ist auf einmal isoliert und ich habe keine Möglichkeit mehr, irgendwas zu machen. Wir hatten Kunden, die haben genau das Umgekehrte gemacht. Die haben aufgrund der zentralisierten Lösung die Zugriffsrechte in der Hand, die haben die absolute Kontrolle und können dann, wenn es notwendig ist, da auch einschreiten, ohne die Daten selbst zu verlieren. Mhm. Also das ist auch ein riesiger Punkt, der uns immer wieder beschäftigt, wenn wir Argumente für die Cloud finden und wenn sie dann auch an Live-Beispielen wirklich auf signifikanter Größe auf uns zukommen. Ne? Ja, gute Ergänzung gerade im Kontext, ja. Ich möchte jetzt gerne... Achso. Wir sind uns einig, die Cloud ist alternativlos. Ja, das ist, glaube ich, wirklich gut rübergekommen. Ja. Also, da kann man nichts sagen. Die letzte Krise, die ich halt eingangs erwähnt habe, war Krise Fachkräftemangel, die uns schon lange begleitet. Hierzu, also wir haben jetzt einige Technologien schon besprochen. Ich möchte noch ganz kurz auf Low-Code, No-Code eingehen, wo die Fachabteilungen unter Umständen selber IT-mäßig Eingriffe machen können, ohne großes Know-how. Ist das auch für die CRM-Sparte eine interessante Sache? Ja, also es ist eine Entwicklung, die wir auf jeden Fall sehen. Mhm. Also die auch ist ja auch gepaart mit dem Thema Cloud, ja, aber auch Low-Code, No-Code, was ich sehr positiv finde, dass die Verantwortung dieser Systeme von der IT in den Fachbereich gewandert ist, ja. Weil die sollte meiner Meinung nach dort sein, wo auch der Nutzen generiert wird, wo die Nutznießer sitzen. Ja. Also das finde ich eine positive Entwicklung. Und natürlich ist aktuell viel mehr möglich für den Fachbereich. Also die können selbst viel mehr machen, ja, ohne jetzt ein hochspezialisierter IT-Mitarbeiter zu sein. Ja. Also das sehe ich in den Lösungen. Microsoft geht ja auch in die Richtung mit Power-Plattform und so weiter. Da kann man wirklich mit Low-Code, No-Code sehr viel machen. Ja, da geht es auch Richtung Business-Logik und so weiter. Kann man ohne in die Tasten zu greifen, ohne zu programmieren, schon viel machen. Ja.
Und wenn man da ein bisschen technisch denkende Mitarbeiter hat im Fachbereich, dann kann man da durchaus selbst auch sehr viel machen. Ja. Also ich sehe das durchaus eine positive Entwicklung. Ja. Ja, ich schließe gerne an. Also bei uns ist es so, bei Odoo ist es so, dass der Benutzer sich das System konfigurieren und auch erweitern kann, ohne in Software-Code oder Software-Know-how zu haben. Es ist ganz einfach, Drag-and-Drop, neues Feld, Drag-and-Drop, neuer Workflow, Drag-and-Drop, neue Auswertung. Das ist auch was Unternehmen benötigen, um eben agil durch unterschiedlichste Zeiten zu gehen, einen Marktvorsprung zu haben und am Zahn der Zeit zu operieren. Und es drückt natürlich auch die Kosten nach unten, was sehr positiv wahrgenommen wird für die Anwender, für die Unternehmen. Mhm. Also kurz, bei uns gab es das schon immer, es heißt nur neu anders. Ja, und kann durchaus also so helfen, den Fachkräftemangel in den Griff zu bekommen. Ich konfiguriere mir mein System so, wie ich es brauche. Es bietet datenmäßig sowieso alle Möglichkeiten. Masten kann ich schnell erstellen, ohne in den Code einzugreifen. Ich habe dann vor allen Dingen auch die Möglichkeit, wir hatten das Thema vorhin, immer grün. Also ich kann updaten, jeden Update mitmachen, problemlos und profitiere immer von den neuesten Technologien, weil ich ja gar nicht mehr in die Sourcen eingreife. Mhm. Ja, ich glaube, No-Code ist auch in diesem Sinne notwendig, um in die Cloud zu gehen, um auch die Updates zu leisten. Ja? Sonst ist man wieder in veraltete Software. Genau. Ja. Vielleicht eines, vielleicht ein bisschen jetzt kontra vielleicht zu sagen, Fachkräftemangel. Also ich würde das nicht ganz so sehen. Ich glaube, es verschiebt sich. Ja? Mhm. Ich glaube nicht, dass wir da, weil wir dürfen nicht vergessen, was wir da eingangs auch gesagt haben oder vorhin gesagt haben, Software ist ja nur ein Teil vom Ganzen. Ja? Also da muss man, du hast von Hausaufgaben gesprochen. Ja? Also da sind ja, und es wird ja immer mehr erkannt, man hat ja in der Vergangenheit, also ich sage mal 10 Jahre und weiter zurück, waren ja Fehlerquoten von 10 Projekten, von 70% von Projekten sind als gescheitert betrachtet. Ja? Daher kommen wir ja. Ja? Das ist zum Glück jetzt mittlerweile anders. Ja? Aber da hat ja schon ein Umdenken stattgefunden. Und da sieht man auch, naja, Software, das ist halt nur ein Teil vom Ganzen. Ja? Software löst einmal prinzipiell nicht mein Problem. Ja? Sondern da muss man halt diese angesprochenen Hausaufgaben dahinter machen. Wo will ich überhaupt hin? Wie schaut es mit den Prozessen aus? Wo sind meine Daten? Wie schaut die Datenqualität aus? Und da ist sehr viel Know-how und Gehirnschmalz auch reinzustecken. Ja? Und das ist durchaus nach wie vor, manchmal kommt es noch zu kurz. Das ist viel, viel besser geworden aus unserer Erfahrung. Ja. Aber es kommt halt nachher trotzdem noch zu kurz. Mhm. Also ich sage mal, diese Aufgabengebiete verschieben sich ein bisschen. Mhm. Die werden weniger, mit Sicherheit ein Stück weit weniger technisch. Ja. Mhm. Aber Gehirnschmalz wird man deswegen trotzdem brauchen. Nur ein bisschen anders. Ja. Diese Verbindung zum Business, diese Business-Ergebnisse, die ich erreichen will, dann übersetzt in eine Lösung, ja, diese Verbindung, da ist schon Gehirnschmalz notwendig, ja, von Fachkräften auch. Ja. Mhm. Ich sehe es durchaus wie du, ich sehe das ganze Thema auch sehr kontrovers. Also ich finde es auf der einen Seite sehr positiv, dass man die Fachbereiche immer stärker in diese Projekte mit einbezieht und einfach dort den Begriff der User Story einfach auch mitnimmt und sagt, okay, was hat denn eigentlich der Benutzer, der vor dieser Lösung sitzt, was will der eigentlich erreichen? Das ist auf der einen Seite ja und auf der anderen Seite diese Brücke zu bauen in die Übersetzung sozusagen in die IT, das Ganze dann wirklich auch als Lösung aufzubereiten. Da brauchen wir nach wie vor Fachkräfte und da brauchen wir nach wie vor wirklich gut geschulte und ausgebildete Leute, die diese Komplexität, wir haben das Thema gerade vorher gehabt, dann auch wirklich so umsetzen können. Low-Code, No-Code kann da mit Sicherheit helfen, Leute schneller in Gang zu bringen, kann dabei unterstützen, Leute schneller in den Prozess einzubinden, aber wird die Komplexität nicht und vor allen Dingen, glaube ich, auch das Prozessverständnis nicht aushebeln. Ne? Also die gesamthafte Betrachtung wird nach wie vor essentiell und wichtig sein. Ne? Sehe ich so wie du. Also wie hast du gesagt, kontrovers. Ja. Trifft's gut, ja. Stimme ich voll zu. Thorsten, wollt ihr noch was sagen? Also Fachkräftemangel hin und her. Ressourcen im Unternehmen, die gebunden werden dadurch, ist ein wichtiges Thema. Und auch ganz wichtig, dass man natürlich Branchen
Wisser dann im Unternehmen haben, die auch wissen, wo sie ihren Mehrwert schöpfen oder ihren zusätzlichen Mehrwert schöpfen. Also wir gehen in umfangreiche Assessments, bevor wir überhaupt mal andenken, gemeinsam ein Projekt zu starten. So einfach ist die Geschichte ja gar nicht, weil wir wollen ja dringend vermeiden, dass wir auf ein Failure-Projekt kommen, wo wir dann eben feststellen, wir können das Projekt nicht weiterführen, weil es nicht möglich ist. Das muss alles vorher abgeglichen werden. Und da ist natürlich auch die Erwartungshaltung des Unternehmens und auch der Eigentümerschaft oder derjenigen, die dann das Budget bereitstellen dafür, ein wichtiger Punkt. Es muss vom Management getragen werden und es muss auch durchgängig vom Management getragen werden. Und es muss sichergestellt sein, dass auch entsprechend, ich nenne es mal altmodisch, Stabsstellen geschaffen werden. Die nennen sich Digital Manager, wie auch immer, der dann auch branchenspezifisch unterwegs ist, der das Unternehmen kennt, der aber auch Know-how mitbringt aus der Digitalisierungswelt, der dann steuern kann und der auch die Durchgriffsmöglichkeiten hat, bestimmte Dinge auch durchzusetzen im Unternehmen, wenn es Resilienzen im Negativen Sinne gibt dazu. Ganz ein wichtiger Punkt, kann man so ein Projekt überhaupt stemmen, unabhängig von der Möglichkeit, dass die IT ja alles bereitstellen kann. Und das sind allein schon diese Assessments, die wir betreiben, wir nennen es Value Assurance, die sind schon relativ aufwendig und wenn wir da nicht über 90% kommen, dann sagen wir, Leute, überlegt euch nochmal genau, was ihr eigentlich wollt und wie wir das dann tun wollen mit euch, weil wir können eure Arbeit nicht machen. Ressourcenmangel wiederum auf der Seite der Anbieter, weil wir haben auch nicht 1000 Leute mehr, die dann sozusagen als Leiharbeiter im Unternehmen dafür dann sorgen, dass die Meilensteine gesetzt sind und das Unternehmen arbeiten kann. Das ist schon eine wirklich enge Partnerschaft, die da eingegangen wird und die sollte auf sauberen, stabilen und natürlich vertrauensvollen Beinen stehen. Ganz ein wichtiger Punkt. Stimmt. Ja. Helmut, ich weiß nicht, wolltest du was sagen? Hast du die Hand gehoben? Nein, passt schon. Zu dem Thema Low-Code, No-Code, da haben wir durchaus kontroverse Erfahrungen gemacht, wenn es Richtung Fachkräfte auch geht. Unserer Meinung nach brauchen die Firmen dann schon entsprechend Fachkräfte, die auch wissen, was sie tun. Oliver, glaube ich, du warst das, hast es auch erwähnt. Das finden wir auch, die müssen schon wissen, was die tun. Ansonsten werden sehr einfach und schnell gewisse Änderungen durchgeführt, die hinterher in die Prozesse wieder Einfluss nehmen und die dann unter Umständen eine gewisse Stabilität, nicht den Prozess selber, auch Daten, die dann reinkommen, unter Umständen konterkarieren oder schwierig machen. Also sie müssen schon, also auch die Firmen brauchen Fachkräfte. Wenn sie die Fachkräfte nicht haben, sehen wir das durchaus als Risiko. Ja. Dass hier schnell irgendwas gemacht wird, dass zu wenig dokumentiert wird, die Prozesse, kommt jemand anderer dazu, dreht da schnell mal wieder die Prozesse um. Und was oft dann vergessen wird, ist der nächste Schritt, wenn das Ganze im Echtbetrieb ist und das Ganze muss auch gewartet und supportet werden. Da haben wir als Partner nicht wirklich den Eingriff. Das kann ja der Kunde ja beliebig dann verändern. Also die Komplexität dadurch steigt. Und wenn wir genau solche Lösungen mit Power Apps und so weiter schreiben, auch da natürlich ist genau diese Diskussion da, die es mit dem Kunden klar zu definieren und zu klären gibt. Hier greifen wir ein. Das wird nicht verändert vom Kunden, damit wir einfach diese Stabilität und natürlich die abbildende Komplexität hinten raus inklusive Wartung auch wirklich gewähren können. Ich glaube, wir reden über Low-Code, um Wissen festzulegen wegen die Fachkräftemangel. Aber ich glaube, wir müssen da auch nicht rechnen. Die letzte Generation ist bei einer Firma angefangen, ja, und hat bis zum Rente bei der Firma gearbeitet. Aber ich glaube, die durchschnittliche Zeit, dass ein Mitarbeiter bei einer Firma arbeitet, wird auch immer kürzer. So, es geht nicht nur um Wissen festzulegen, es geht auch darum, um künstliche Intelligenz, Benutzerfreundlichkeit, um einen Mitarbeiter schnell zu onboarden, sodass er auch schnell leistungsfähig ist für das Unternehmen. Ja, so, es geht nicht nur um Low-Code, es geht auch um die Anwendungen so zu machen, dass neue Mitarbeiter schnell zu onboarden sind, Wissen festgelegt wird, sodass wenn die wieder offboarden und ein neuer Mitarbeiter kommt rein, ja, dass sie das schnell übernehmen kann. Ja, also es gibt mehrere Dimensionen, um Mangel zu kämpfen. Da gibt es ein schönes deutsches Wort für Verweildauer. Verweildauer, genau.
Friedrich. Ja, ich wollte eigentlich den Punkt auch aufgreifen. Ja. Also auf der einen Seite geht es natürlich darum zu sagen, habe ich die Mitarbeiter, habe ich die Fachkräfte, die mir dabei helfen, diese Lösungen zu bauen. Aber auf der anderen Seite habe ich dann auch die Leute, die diese Lösungen richtig anwenden können. Ja. Im Servicebereich vielleicht noch einmal da zurückzukommen zum Eingang auch, zu sagen, habe ich jetzt durch die Lösung gestützt Wissensdatenbanken, die mir helfen, die richtigen Lösungen für die Problemstellungen zu finden. Ja. Bin ich jetzt so weit aufgestellt, dass ich das Ganze einfach gestalte, dass auch Leute, die neu ins Unternehmen reinkommen, die vielleicht eine kürzere oder längere Verweildauer dann haben werden, schnell onboarden kann. Ja. Ich habe nicht mehr die Möglichkeit, dass ich jedem Kollegen und jeder Kollegin so viel Zeit widme, dass ich sage, okay, ich stelle dir jetzt einen Mentor, eine Mentorin zur Seite, die dich jetzt 3, 4, 5 Monate begleiten. Da ist sehr viel im Selbststudium, da ist sehr viel notwendig, sich selbst Wissen anzueignen. Und da helfen die Lösungen natürlich auch sehr stark, dem Fachkräftemangel, weil es jetzt da eben angesprochen worden ist, entgegenzutreten und zu sagen, ich bringe Leute schnell, ich kann sie schnell ausbilden, ich kann sie schnell diesen Ramp-up-Prozess schnell machen und bringe sie schnell produktiv, dass sie eben eigentlich das tun können, wofür sie eingestellt wurden. Ja. Gefällt mir sehr gut, weil wir reden über Bits und Bytes und was ich was alles. Im Endeffekt darf man halt den Faktor Menschen außer Acht lassen. Es geht darum, dass Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen gern auch in einem Unternehmen arbeiten, weil es vielleicht auch coole Anwendungen gibt, ja, wo sie schnell drinnen sind. Und für uns bei der Cosmos ist das Thema Menschheit steht im Mittelpunkt, ob das jetzt bei uns intern ist oder auch bei Kundenprojekten. Wir haben nicht den Anspruch, dort zu sagen, so ist immer, also schon auch natürlich, aber über Bits und Bytes, und da ist jetzt ein super ERP-Projekt. Da geht es wirklich darum, die Menschen dort mit auf die Reise zu nehmen, ja, weil wir verändern denen seinen kompletten Tagesablauf. Und wenn die nicht mitziehen und auch die Notwendigkeit kennt, warum das passiert, und auch die Benefits kennt, die er nachher hat, das hat sich aber auch nicht geändert, das war früher genauso, wurde früher vielleicht öfters vernachlässigt, aber das muss jetzt schon im Mittelpunkt stehen, ja, weil die Leute kriegen ja voller KI und so weiter, das ist schon die Krise. Ne? Ja, ich höre also heraus, zusammenfassend, die Technik ist da, um diese Krisen zu bewältigen, um trotzdem gleichzeitig die Geschäfte auszubauen. Wichtig sind aber die Menschen in den Unternehmen, die Mitarbeiter, die Mitarbeiterinnen, die müssen mitgenommen werden. Change Management, habe ich gehört, ist wichtig. Es kommt auf die Leute an. KI wird nicht die Leute ersetzen, sage ich jetzt einmal so. Wir haben noch ganz wenig Zeit, deswegen würde ich in der letzten Runde noch, was die Amerikaner Call to Action nennen, gefällt mir sehr gut, so stichwortartig von jedem von euch wissen wollen, sozusagen, was sind Maßnahmen, die heimische Unternehmen setzen sollen oder worauf kommt es an, was ist wichtig jetzt zu tun? Wer mag beginnen? Ja, kann ich gleich beginnen. Da fällt mir ein, Call to Action, es gibt am 19. Oktober machen wir eine Veranstaltung bei Microsoft im Headquarter, ja, wo es genau darum geht, einerseits, was haben wir von der KI und von den Microsoft-Lösungen in Zukunft zu erwarten, dann zweitens, was gibt es jetzt schon an Lösungen, was gibt es für Möglichkeiten. Und drittens haben wir dort auch Kundenvorträge, was ist jetzt schon im Einsatz, was wird produktiv eingesetzt. Und das ist in Form eines Open Days, so ein offener Austausch, und das ist am 19. Oktober bei Microsoft, Veranstaltung von Easy Consult. Und das wäre mein Call to Action, ja, dass man sagt, okay, das wäre eine Möglichkeit, sich einfach mit dem Thema zu beschäftigen. Das ist einfach das Wichtigste, losgehen, sich beschäftigen, KI nicht als Hexenwerk sehen, sondern einfach mal jeder, der noch nicht ChatGPT ausprobiert hat, unbedingt ausprobieren, spielen damit und sich mit diesen Themen beschäftigen. Mhm. Ich würde die Reihe ummachen, Stefan, aber bitte um eine kurze Antwort. Ja, Call to Action, also ich habe es heute schon gesagt, probieren statt philosophieren. Die Tools der Digitalisierung liegen auf der Straße, die sind alle da. Es geht darum, sie zu verwenden und deswegen priorisieren. Was ist der wichtigste Geschäftsprozess, den ich digitalisieren möchte, und den einfach mal ausprobieren. Mhm. Ja, ist genauso sehr. Also die Tools liegen am Tisch. Es gibt die Unternehmen, die sich auskennen damit, keine Scheu haben davor, beschäftigen damit und dann einmal rausholen, wo ist mein Quick Win, wo kann ich das, wenn man bei KI bleibt, wo kann ich es am besten einmal einsetzen
um schon die ersten schnellen Erfolge zu erzielen. Mhm. Ja. Also strategisch an das Thema herangehen, dann ganz gezielt sich einen Teilbereich herausholen, dort einmal beginnen, auch die entsprechenden Kolleginnen und Kollegen auf Veränderung einzustellen, sozusagen das Buy-in zu bekommen und dann, wie auch schon vorher gesagt, positiv, proaktiv einfach in diese Veränderung einsteigen. Ja. Mhm. Ich glaube, Digitalisierung ist immer der zweite Schritt. Ja? Der erste Schritt ist immer, wo sind meine Chancen? Ja? Wo habe ich noch bestimmte Unternehmenschancen? Wo kann ich noch effizienter werden? Und ich glaube, wir haben so viele Beispiele mit künstlicher Intelligenz und Cloud gehört. Das ist immer eine Lösung. Such dich einen guten Digitalisierungspartner, aber Unternehmen sollen sich auf die Chancen fokussieren und die auswerten. Mhm. Ja, auch der Ansatz, vielleicht einmal ein Quick-Win, ein kleines Projekt zu machen, mit einem strategischen Fokus, aber mal ein kleines Branchenbereich herauszunehmen, vielleicht auch aus einer Innovationsthematik heraus ein neues Geschäftsmodell zu wählen, das einmal umzusetzen und das Alte lassen zu lassen und mal zu schauen. Mhm. Helmut? Ja, ich denke auch, sich mit dem Thema wirklich zu beschäftigen, dann reinschauen, mit welchen Themen oder Prozessen kann ich entsprechenden Nutzen heben und dann Lösungen suchen, die einen kurzen Time-to-Value für das Unternehmen bieten. Fertige Systeme. Mhm, danke sehr. Dann bedanke ich mich für die interessante Diskussion und vielen Dank an die Zuseher und Zuseherinnen. Ein Bericht dieser Diskussion erscheint in der IT-Welt Nummer 16, die am 8. November auf den Markt kommt, sowie online auf itwelt.at. Vielen Dank, dass Sie dabei waren.